Mein Name ist Max Dax, das reimt sich. Das ist das Drama meines Lebens. Alle Menschen können sich meinen Namen merken und ich kann mir immer keine Namen merken. Aber ich habe auch die Ausstellung Hyper kuratiert in den Deichtorhallen. Die Hyper-Ausstellung kreist um die Frage, welche Musik hätte es ohne die bildende Kunst nicht gegeben und welche Kunst hätte es ohne die Musik nicht gegeben. Das heißt, also jedes Bild, jede Skulptur, jede Videoinstallation, jede Rauminstallation in den Deichtorhallen, die in der Hyper-Ausstellung zu sehen ist, ist herzuleiten von der Musik. Also die würde es nicht geben, ohne dass es ein Vorbild in der Musik gegeben hat. Wir sitzen hier in der Elbphilharmonie und hier habe ich auch das Hyper Sounds Musikprogramm kuratiert, zusammen mit Hans-Ulrich Obrist, Albert Oehlen und Rosemarie Trockel und Thea Djadjadze. Heute Abend ist der von mir hochgeschätzte, weltberühmte und sehr erfolgreiche Maler Albert Oehlen, der Co-Kurator. Und Albert Oehlen hat in den 80er Jahren an der HFBK in Hamburg auch Kunst studiert. Und das war damals schon eine Hochschule, in der das nicht als schräg angesehen wurde, wenn bildende Künstler sich zum Beispiel, wenn die Bands gegründet haben. Also zum Beispiel in der Sigmar-Polke-Klasse ist eben auch die Band Palais Schaumburg entstanden, für die Albert Oehlen auch ein Cover gemacht hat seinerzeit. Das sind also auch Freunde aus der damaligen Zeit, Kommilitonen. Sven-Åke Johansson ist ein grandioser Free-Jazz-Schlagzeuger. Heute wird Sven-Åke Johansson ein Stück aufführen, das er praktisch im Dialog mit Albert Oehlen entwickelt hat. Es ist sozusagen ein Widerstreit zwischen Drummaschine und Drummer. Und die Fragestellung lautet, wenn also ein Beat, ein schöner, stumpfer Beat läuft, ob ein Free-Jazz-Drummer, der diesen Beat hört, also diesen Four-to-the-Floor-Beat hört, ob er sozusagen als Free-Jazz-Drummer imstande ist, diesen Beat zu besiegen oder ob der Beat ihn besiegt. Ich bin unglaublich dankbar, dass so eine Art von radikal freier, nicht Improvisationsmusik, aber Konzeptmusik, dass das möglich ist, in der Elbphilharmonie aufzufinden.